Das Xylem besteht aus verschiedenen Zelltypen. Jeder dieser Zelltypen leistet einen Beitrag, so dass das Xylem insgesamt dann seine Funktion erfüllen kann. Hier sind diese vier verschiedenen Zelltypen gezeigt, die im Xylem drin gefunden werden können. Sicher ein ganz wichtiger Zelltyp sehen wir hier auf der linken Seite. Das sind Gefäßelemente. Ihre einzige Aufgabe ist es, Wasser und darin gelöste Nährstoffe von den Wurzeln herkommend hinauf durch die Sprossachse in die Blätter zu leiten. Dieser Wassertransport muss man sich so vorstellen, die einzelnen Gefäßelemente, die sind relativ klein, einige hundert Mikrometer lang. Sie sind auch tot, das heißt, im funktionsfähigen Zustand besteht die Zelle nur noch aus der Zellwand. Der Protoplast, der lebende Teil der Zelle, der ist abgestorben und der wurde auch entfernt. Man kann sich das jetzt so denken, dass diese Gefäßelemente eines hinter dem anderen ineinander gesteckt vorliegen, so wie Röhrenabschnitte hintereinander angeordnet eine lange Röhre ergeben. Und auf diese Art und Weise entsteht eine tatsächlich äußerst lange, durchgehende, röhrenartige Struktur, die von den Wurzeln über die Sprossachse hinauf in die Blätter bei einem Baum mehrere Meter, vielleicht auch 10, 20, 50 oder im Extremfall 100 Meter lang sein kann. Da braucht es also sehr, sehr viele dieser Gefäßelemente, alle lückenlos hintereinander angeordnet, um so eine durchgehende Röhre zu bekommen. Die einzelnen Gefäßelemente hintereinander angeordnet ergeben eine Trachee, und mit Trachee ist die Röhre gemeint, die aus den einzelnen toten Gefäßelementen besteht. Der Wassertransport in Pflanzen ist sehr elegant gelöst. Die Blätter verdunsten Wasser, dadurch entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck führt dazu, dass Wasser aus dem Untergrund nachfließt, von den Wurzeln aufgenommen, über die Sprossachse nach oben geleitet wird. Und das besonders Elegante an dieser Form des Transports ist es, dass keine Energie dafür erforderlich ist. Also Wasser viele Meter in die Höhe zu transportieren, um dann von den Blättern verdunstet werden zu können, dafür braucht die Pflanze keine Energie aufzuwenden. Sie nutzt den Unterdruck, der entsteht, wenn Wasser aus den Blättern verdunstet. Der zweite Zelltyp, der liegt gleich daneben, das sind die Holzparenchymzellen. Sie sind die einzigen Zellen im Xylem drin, die im lebenden Zustand ihre Aufgabe erfüllen. Und die Aufgabe der Holzparenchymzellen besteht darin, dass sie die Assimilate zwischen dem Phloem und dem Mark hin und her transportieren. Dieser Transport geht in beide Richtungen. Das hängt vom Bedarf, von den Anforderungen der Pflanze ab. Wenn sie Zucker im Mark speichern möchte, dann geht es vom Phloem in Richtung Mark und umgekehrt, wenn die Reservestoffe mobilisiert werden sollen, dann geht es zurück vom Mark
ins Phloem. Der dritte Zelltyp, das sind die Holzfasern. In einem Baumstamm drin sind sie für die mechanische Stabilität verantwortlich, also für die Festigung. Ihre spezielle Eigenschaft besteht darin, dass sie sehr, sehr dicke, verholzte Zellwände besitzen. Verholzt bedeutet, die Zellwand besteht nicht nur aus Zellulose, sondern zusätzlich ist Lignin darin eingelagert und beides zusammen verleiht dann diesen Holzfasern eine große Belastbarkeit. Sie führt dazu, dass der Stamm eines Baumes beispielsweise sehr stabil ist, sehr belastbar ist. Der letzte Zelltyp, der ist charakteristisch für Nadelbäume. Hier findet man ihn in sehr, sehr großer Zahl. Das sind die Tracheiden. Im funktionsfähigen Zustand sind sie ebenfalls tot. Und die Tracheiden bei den Nadelbäumen haben eine Doppelfunktion. Sie transportieren einerseits Wasser und andererseits durch ihre dicke Zellwand sind sie auch für mechanische Stabilität, für die Festigung zuständig. Nadelbäume haben hier also die Funktion der Festigung und des Wassertransports in einem Zelltyp drin vereint. Bei den Laubbäumen hingegen findet man hier eine Arbeitsteilung. Der Wassertransport geschieht in den Tracheen, die sind aus den Gefäßelementen aufgebaut, und die mechanische Stabilität, die Festigung, die übernehmen die Holzfasern. Im Elektronenmikroskop drin präsentiert sich die Situation oder das Bild dann wie folgt. Die Zellen haben eine große Ästhetik. Sie sind faszinierend anzuschauen im Elektronenmikroskop. Die einzelnen Gefäßelemente ineinander gesteckt. Damit es eine durchgehende Röhre gibt, müssen dann diese Querverbindungen vom einen Gefäßelement zum nächsten aufgelöst werden. In gewissen Fällen sind diese Verbindungen, diese Querwände ganz aufgelöst. In anderen Fällen jedoch werden diese Querverbindungen nur teilweise aufgelöst und das Resultat sind dann Perforationsplatten, die so eine leiterartige Struktur besitzen. Durch diese Durchbrüche hindurch kann dann das Wasser fließen von einer Zelle zur nächsten. Das sind jeweils Zellen. Und das Wasser, das muss sich hier also einen Weg durch diese gebildeten Löcher hindurch, diese aufgelösten Bereiche der Querverbindung suchen.
die Struktur, welche die beiden Gefäßelemente gegeneinander abgrenzt, die nennt man Perforationsplatte. Und in den elektronenmikroskopischen Aufnahmen sind hier einige dieser Perforationsplatten sehr schön abgebildet. Hier wäre zum Beispiel eine, an dieser Stelle sitzt eine zweite. Da sieht man diese Durchbrüche sehr schön.